Liebe Grüße aus Brazzaville, Kongo. Das ist das kleine Kongo, die Republik Kongo, die unter französischer Herrschaft war. Bekannt das ist natürlich das riesige Land Kongo, das mal unter belgischer Verwaltung war und eine ganz, ganz üble Geschichte hinter sich hat. Hier von der Kathedrale hinter uns kann man einfach runterschauen und runterschauen zu dem riesigen Kongo-Fluss. Wir sind hier ja neben dem Amazon-Becken und dem Amazon überhaupt in der zweitgrößten tropischen Regenwald. Ja, man kann gar nicht sagen, es ist fast ein halber Erdteil, der hier von tropischem Regenwald bedeckt ist. Ich finde dieses Bild beeindruckend, weil es zeigt, hier steht eine Kathedrale, das Land hat irgendwie eine christliche Geschichte und trotzdem braucht das Land das Evangelium von Jesus Christus. Sehr wenige Menschen haben eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Sehr wenige Menschen können sagen, worum es beim Evangelium eigentlich geht, wer Jesus eigentlich ist. Das, sagen wir mal, schockiert mich immer wieder, dass das Evangelium nicht nur da keine Wurzeln geschlagen hat, wo wir muslimischen Hintergrund haben oder in Indien hinduistischen Hintergrund, buddhistischen Hintergrund, sondern dass wir ganze Landstriche haben, die eine irgendwie geartete christliche Geschichte haben, sehr belastet natürlich, sehr oft mit Politik, mit Gewalt und Ähnlichem. Und wo ich mich freue, dass in jüngerer Zeit hier einige Erweckungen stattgefunden haben, Gemeinden am Wachsen sind. Und ja, denken Sie an Kongo, denken Sie an die französischsprachigen Gebiete in Frankreich, zu denen Brazzaville gehört, im Gebet, dass das Evangelium die Herzen der Menschen erreicht und Gott Menschen, Missionare aus ganz Afrika in diese Gebiete schickt, damit die ihren Landsleuten, kann man ja nicht sagen, ihren Kontinentsleuten überzeugend das Evangelium weitergeben können.